So, da unsere Armee nun so langsam vollständig ist, können wir eigentlich den Angriff starten. Ich werde erstmal die auf Guard setzen, beziehungsweise. Bestätigt. Bereit für Geheimschutz. Ja, das. Unterstützungsbefehl bestätigt. Gut. Warten auf Einsatzbefehle. Verstanden. Soll der Zerstörer losgehen? Wird es nicht, was sie da gerade versuchen. Gruppe 3, melde mich zur Stelle. Wir melden uns zum Einsatz. Gruppe 3, Nachricht empfangen. Ziel bestätigt. Machen die da? Oh nein, das ist ganz schön. Das heißt, ich muss erstmal die Scheißformation aus hier rausbrechen, die sonst zu blöd sind, sich richtig zu bewegen. Oh, die kommen jetzt auch schon so. Aber nur die, die. Die Zerstörer sollten wir sogar das leicht hinbekommen. Mach's! Oh, Drecksteil. Groß eingestellt. Feindlicher Hohe, erwarten wir den Schuss. Die Nachricht empfangen. Gruppe 6, melde mich zur Schiene erfasst. Gruppe 3, gestellte Station. Gruppe 4, Bestätigung. Befehl zur Steigerung der Abwehrschwere im Schuss. Regatte verloren. Regatte verloren. Nur weil diese blöde Drohnenfregatte sich so dumm bewegen muss. Das heißt, die schöne Drohnenfregatte hat den Tod zweier Kameraden. Das war schon. So, für den nächsten Part brauchen wir wieder unsere Gravitationsfeldgenerator.
Aber ich warte erstmal, bis hier eine Eon-Fregatte soweit geheilt ist. Masterplan war ja jetzt, die, wie heißen sie, die Abwehrkreuzer anzulocken, durch den, Nebel zu führen. Und damit zu zerstören. Das heißt, wenn die einmal nämlich aus dem Asteroidenfeld draußen sind, sind die so gut wie instant tot. Dann haben wir nur noch Fregatten am Hals. Und vielleicht opfere ich damit nur eine Fregatte. Ich müsste es ausprobieren, ob es geht. Weiß ich nämlich nicht. Ach, Mann, ich will dahin. Und zwar, ich nehme mal eine Angriffsfregatte. Speicher mal. So, Angriffsfregatte. Erstmal will ich wissen, ob meine Schiffe hier beschädigt werden. Und ich möchte mit der Angriffsfregatte die Abwehrkreuzer ein bisschen anlocken. Wenn es beschädigt wird, ist natürlich perfekt. Dann werden nämlich die ganzen Abwehrkreuzer nicht mehr. Ah, bewegen die sich überhaupt? Nein. Ach, trotzdem kann ich das mal testen, ob ich einfach so rüberfliegen darf. Fliege ich einfach mal mit der Fregatte rein. Wenn sie Schaden nimmt, dann weiß ich, dass ich das nicht machen darf. Aber hier habe ich jetzt mal einen genauen Augenblick. Wir müssen die Garnison zerstören, die die Station beschützt. Feindliche Einheiten dürfen auf keinen Fall entkommen, damit sie das Imperium nicht auf unsere Anwesenheit aufmerksam machen können. Ja, ist gut. Spielladen. Dafür haben wir jetzt gespeichert, damit wir das feststellen können, ob das überhaupt geht. Gruppe 3. Wieder als Wall, würde ich mal sagen. Zwar ist es manchmal bescheuert, wie die dann fliegen müssen, wegen ihrer Formation. Also wir haben jetzt, können jetzt mit dem Gravitationsfeldgeneratoren die Abwehrkreuzer lahmlegen, während wir uns auf die Geschützfregatten, also auf die Fregatten konzentrieren können. Dann zerstören wir die Fregatten. In der Zeit können wir dann auch die Abwehrkreuzer zerstören. Ich hoffe mal, dass die Energie vom Gravitationsfeldgenerator reicht. Gruppe 3, verstanden. Öffne. Öffne auf Befehle. Gruppe 3, melde mich zur Stelle.
bestätigt. Wir müssen die Garnison zerstören, die die Station beschützt. Feindliche Einheiten dürfen auf keinen Fall entkommen, damit sie das Imperium nicht auf unsere Anwesenheit aufmerksam machen können. Schiffe und Energie. Es muss vernichtet werden, bevor es in den Hyperraum springen kann. Nicht mehr lange kann ich die Minischiffchen aufhalten. Gleich wird das Gravitationsfeld zusammenhängen. Ich glaube, das schaffen wir sogar. Jetzt habe ich halt die ganzen Korvetten, die sind Varro-Kanonen-Korvetten. Trotzdem die ganzen Abwehrkreuzer-Korvetten, die ich jetzt nicht so leicht besiegen kann. Die Abwehrkräuter sind gar nicht mal so das Problem, sondern die schweren Korvetten. Obwohl, die schweren Korvetten gehen jetzt sogar. Aber wo kommen die ganzen Schiffe wieder her? Ja, dann haben wir natürlich wieder einen großen Nachschub an Schiffen. Zum Glück ist der Nachschub ein bisschen beschädigt.